Mach mal hier einen größeren Puffer, bitte. 250. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die hier nicht so ganz durchgehend beliefert werden. Und ihr werdet jetzt mal super schnell. Ich konnte inzwischen noch schnellere Fabriken bauen, oder? Lila. Lila ist 5. Ja, bau mal hier 2 Lila. Kriegen wir noch einen Slot? Für noch mehr Speed? Mal gucken. Bin ich gespannt. Batterien. Batterien kommen gerade nicht so hinterher, ha? Huh? 783 sehe ich. 784, 85. Geht so. Was fehlt hier? Weak Capacitor. Du hast da Weak Capacitor? Also du bist voll, weil du... Ich hasse das Prinzip von den Robotern. Die suchen sich immer nur die naheste Kiste. Nicht, ne, wie viel drin ist. Na gut, also Batterien sind auch kein Problem. Und das Ding braucht irre lange zu bauen. Wegen Strong Capacitors. Die haben wir noch nicht automatisiert. Die normalen hätten wir, aber das bringt nicht so wirklich viel. Gut, wie schaut es bei euch aus? Da ich jetzt eh gerade hier in der Gegend rumdümpel, bis die Fabriken fertig sind, um die da zu ersetzen, kann ich auch kurz hier die Monsterverarbeitung ein bisschen weitermachen. Das wäre Elder Biter. Elder Spitter. Dann Berserker Biter. Berserker Spitter. Rein, rein, rein. Ich habe keine blauen Ärmchen, ernsthaft. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Nein, ich kann inzwischen ja alles mit denen hier eigentlich machen, ne? Ja, sind ja automatisiert, ist alles gut. Auch wenn das absoluter Overkill hier ist, aber lassen wir es mal. So, du hättest also jetzt gerne Elderspitter. Elderspitter. Du hättest gerne Berserker Biter. Du hättest gerne Berserker Spitter. So. Und ihr bekommt alle Wasser, obwohl ihr kein Wasser braucht. Ihr braucht nämlich Schwefelsäure. Und ihr habt keine Rohre. Da. Bau da mal. Und ich brauche echt mehr Logistik-Slots. Auch für Rohre, Untergrundrohre und alles mögliche. Auch wenn ich recht selten brauche, aber ist praktisch. So, Triple Shooting Speed ist fertig. Meine Priorität war jetzt bei den Robotern. Dauert 60 Zeiteinheiten, 3450 Lila Tränke. Wie viele haben wir? 4200. Würde also gehen. Spricht da was gegen? Nö. Mach. Gut. Ja, Artefakte werden langsam ein bisschen mau. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Reparier diese komische Kiste. Der Roboter war aber fast schneller als ich. Und hier wird nichts zerlegt, weil kein Schiffelsäure ankommt. Ja, die Fabrik kurz abbrechen. Irgendwelche Forschung, die das Spielercrafting erhöht, wäre noch ganz schick. Hatte ich, glaube ich, schon mal drüber theoretisiert. Und ich glaube, dagegen gesprochen hatte, dass man dann nicht ganz so sehr auf Fabriken setzen würde, wenn man so schnell selber herstellen könnte. Ja. Der Gero in der Vergangenheit mal wieder recht. Doch doof. Da, da, da. So. Gut. Und jetzt die letzte davon. Eine können wir schon mal setzen und gucken, ob das wirklich was bringt. Nö. Also schon mal keinen Slot mehr. Dafür ist das Grundcrafting schneller. Crafting Speed hat die Fabrik hier 7 und die hier 6. Lohnt sich also definitiv. Ja, für blaue Chips ist das echt eine super Geschwindigkeit. Und mach bitte dim, 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 dim. Davon so viele wie geht. Sehr schön. So. Oh, gleich 32 blaue mehr. Und Kupfererz schnellt auch in die Höhe, jetzt wo oben mehr Roboter sind. Also mal eben 10 mal so viele wie es vorher waren.
macht doch ein bisschen Unterschied aus, ne? So, langsamer, langsamer, langsamer. Ich will später keinen einzigen langsamen Roboter mehr sehen. Ja, damit. Gott. Was ist mit den Capacitors? Automatisieren ja oder nein? Frage ist, werde ich später überhaupt Assembling Machine 5 und 6 brauchen? Ich weiß nicht. Also gefühlt bin ich jetzt schon kurz vorm Ende. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich unbedingt jetzt super schnell super viele blaue Chips brauche und dementsprechend dann super schnell und super viele rote und grüne. Ne. Also ich glaube, ich mache jetzt nicht eine Automatisierung von allen Kapazitoren und den 5er und 6er Fabriken. Also soweit schon okay. Setz einfach das Ding da oben drauf und dann ist gut. Das kann alles da bleiben. Ja, bau mal, da wir gerade eh dahin auf dem Weg sind, die großen gelben Kisten und schmeiß das da ein bisschen rein. Roboparts. Das war noch so ein Thema. Da wollte ich mehr blaue setzen. Und zwar so, dass die Roboter schneller aufgeladen werden können. Und die blauen dann später setzen durch die roten, müsste es gewesen sein. Ja, schon habe ich wieder noch mehr. Oh, die können erstmal raus. Brauche keine 90 Stück für die Außenposten. Ja. Ja. Die alten Roboports muss ich rausschmeißen. Sonst habe ich hier viel zu viel Zeug. Und nicht das da unten zu müllen, das ist für was anderes da, sondern die hier oben. Die übrigens auch schon fast alle voll sind. Gut. So. Bau bitte. Na, die können mit. Was wollte ich jetzt wegsortieren? Dich brauche ich nicht, Lämpchen brauche ich nicht, Holzkisten brauche ich nicht, ganzen Leichen brauche ich nicht. Repair Packs brauche ich definitiv. Züge später auch, ja. Die beiden nicht. Türme? Fragezeichen. Kannst mal wieder 5 bauen. Und dann fehlen 5 oder 4 von dem komischen vorstufigen Grisselkram. Dem da. Dann fehlen stinknormale Batterien. Die müssten aber gleich angeflogen kommen. Das ist okay. Ja, also Türme fehlt nicht wirklich was. Wir haben genug Grisselkram, um genug Türme zu bauen. Wir brauchen also nicht dediziert jetzt unbedingt noch einen Außenposten dafür. Außer ich mache wirklich den Plan, mit bei jedem Strommast 2 Silver Turrets oder Gold Turrets zu hauen. Aber das ist, glaube ich, selbst für meine Begriffe ein bisschen übertrieben. Ja, was habe ich noch auf meiner Liste? Ich wollte regelmäßig hier Strom. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die Blueprints da. Und baue die mal weiter. Hier. Flupp. Und flupp. Du bist da ein bisschen doof. Okay. Mach den mal dahin. Damit wir hier dicht machen können. Du kriegst auch noch einen. Und damit müsste gleich dieser Komplex hier auch fertig sein. Ah, hier wollten wir noch zukippen, ne? Na, okay. So viel dazu. Der Komplex ist noch lange nicht fertig. Wir brauchen erstmal wahrscheinlich mehr Akkus, weil die Akkus, die wir vorrätig haben, werden nicht reichen, um das hier alles zu machen. Schon gar nicht, wenn über Lampen im Weg stehen. Da und da. Da und da. Nur deswegen können wir beliebig nach oben erweitern, theoretisch. Praktisch ist es ein bisschen komisch, so ein riesiges Feld von dem See hier aufzufüllen. Britzel, genau. Britzel ist eine gute Antwort. Machen wir mal hier, hier, hier. Das da können wir auffüllen.
Aber ich glaube, damit belasse ich es dann auch. Das heißt, die hier oben kommen dann später wieder weg, weil sie nicht optisch reinpassen. Dann ist gut. Falls ich noch Akkus habe, schmeiß die mal dahin, dahin, dahin. Ach nee, ja doch. Bis hier mussten wir bauen. Weil es dann nur aufgeht mit den Akkus direkt auf der Höhe von den Substations. Und das ist wichtig, ja. So, brech mal ganz kurz die ganzen Dinger da ab. Und bau bitte Water Begone. Water Begone. Da unten. Klick. Gut. So. Du kommst dann weg und wirst ersetzt durch blaue. Oder einen blauen da unten. Ich glaube, wir können dich sogar jetzt schon ersetzen. Ja, nicht ganz. Da können wir dann nicht hinsetzen. Aber das war's dann auch schon. Das, ja, das ist okay. Mach hier nochmal den zu. Das ist hier so ein bisschen besser aussieht als dieser komische Steg da mitten ins Wasser rein. Auch nicht so viel besser. Aber ein Anfang. Hast du was drin? Ja, okay. Dich weg. Ist jetzt einfach irgendwo hier, wo es ansatzweise passt. Da würde es passen. Dum, dum, dum. Dum. Da jetzt den blauen Robot hin. Reicht das an gelber Abdeckung bis da oben? Ja, tut's. Müsste alles gesetzt werden können jetzt. Schöne Sache. Okay, damit haben wir uns auch unser Stromproblem in Anführungszeichen wieder gekümmert. Hier alle raus. Die da können eigentlich zerstört werden. Okay. Science-Dinger sehen okay aus. Jo, alles super. Das heißt, ich denke, ich mache jetzt hoffentlich eventuell die ein, zwei Tage Pause, die ich eigentlich hätte machen müssen nach der Folge von vor 3 Folgen, wo ich gefragt habe, was wir machen könnten. Und warte noch auf die Kommentare, die reintrudeln, was wir jetzt noch machen sollten. Also was mir ad hoc einfällt, wäre hier ein Eisenaußenposten, wobei wir müssten jetzt genug Eisen haben für, keine Ahnung, 20 Folgen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit der Staffel. Aber theoretisch ein Eisenaußenposten vielleicht noch machen, entweder da oder da. Kupfer 4 weiter ausbauen, dass wirklich alles abgedeckt ist. Noch ein paar Roboter hier unten herstellen, blaue, dass wir keinen Transportmangel haben. Momentan ist aber alles okay. Aber es ist auch nur, weil gerade kein Zug da ist. Also hier unten sicherstellen, dass genug Roboter durchgehend da sind. Dann oben beim Kupfer sicherstellen, dass durchgehend genug Roboter da sind. Damit da keine Kisten volllaufen. Vielleicht noch mehr Forschungsdinger machen. Weil wie ihr gerade sehen könnt, die Forschung dauert inzwischen doch recht lange. Und es könnte helfen, dann nochmal so einen Block irgendwo hinzusetzen. Wobei ich denn schon eher dafür wäre, hier neben nochmal 2 Blöcke zu setzen. Also das Ganze hier zu spiegeln. Und die Robopores dann woanders hinzubappen. Ja, das wäre okay. Allgemein Strom. Ich glaube, wir können langsam die Seite hier auch abreißen. Ist jetzt nicht wirklich was Wichtiges oder was uns voranbringt, aber ich finde, das sind so eine kleine Schandflecke hier. Die machen das ganze Muster kaputt, dann ist es auch so blaues Wasser. Es ist fast so schlimm wie grüne Bäume. Also ja, das könnte man auch zu betonieren und dann da Fabriken hinklatschen oder so. Das wären so die Sachen, die mir jetzt noch so einfallen. Allgemein, was wir noch so machen wollen bis zum Ende der Staffel, ist auch eine gute Frage. Weil so rein Hightech-technisch sind wir schon ziemlich weit. Also ja, es gibt jetzt noch Stufe Schieß mich tot hier. Logistik Cargo Size braucht 6450 Lila Science Packs. Das einzige Ding ist nur, das einzige, was daran ein Hinderungsgrund ist, ist Zeit. Ich müsste dann, keine Ahnung, 5-6 Folgen lang durchgehen, feindliche Basen zerstören. Und das ist jetzt nicht so sonderlich interessant. Also falls ihr in der Hinsicht noch Vorschläge habt, was man noch so machen sollte, damit das Ganze schön abgerundet wirkt, immer her damit. Und was die nächste Staffel dann angeht,
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir machen. Also bei den Ditec-Versionen war jetzt nicht wieder irgend so ein riesiger Sprung, dass sich da was lohnen würde. Hard Choreo könnte sich anbieten. Da kenne ich mich noch gar nicht aus. Das soll vor allem interessant sein, was feindliche Basenbautaktiken angeht und neue Gegnereinheiten und so weiter. Und jemand hatte noch was vorgeschlagen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, das war irgend so ein Megapack oder so hieß das. Also falls ihr wisst, was das sein könnte, auch bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns dann demnächst. Bye bye.